eine Scheiße von denen anhören. Ah, fuck! Ah. Alter Schwede, ey. Okay. Oh, ich hab George Washington umgebracht. So. Ja, es ist schön spaßig bestimmt hier, ne? Welchen mir derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. So. Weit weg von der Heimat und ihre Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddock Blutwurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter. Ja, jetzt geht er schon hoch. Komm schon. Nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls Sie sie sehen möchten. Wenigstens 24 zu gehen. Ich habe versucht. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nutzlos sein. Ich muss sie finden. Wenn ich den jetzt von hinten quasi K.O. schlage, ne? Bringe ich ihn ja nicht um. Sehr schön. Sehr schön. Meins. Okay, ich muss mal kurz gucken, wie er da läuft. Oh, zum Glück ist der nicht so helle. So. Ruhe. Oh. So, das Sabotieren. Darunter wäre, glaube ich, nicht so klug. Ich muss hier im Vor bleiben. Okay, der ist weg. Oh, geil. Okay, der ist auch in Bewegung. Aber er scheint sich weg von hier zu bewegen. So, Ruhe. Und die zweite sabotieren. Und dann nichts wie raus hier. Damit ich den Spaß endlich hinter mir habe hier. Zack. Oh ja, ich bin voll unsichtbar. So. Da ist noch so ein Würstchen. War so klar. Halt! Jawohl, ja. Der kurze Sprint hat geholfen. So, das hätten wir auch endlich geschafft. Das war nervig. Duquesne. Okay. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Okay. Sie sind jetzt inkognito. Jawohl, ja. Volle Synchronität. Frage ist jetzt nur, wo lang? Da lang. Yay, und das Ganze mal wieder zu Fuß. Schöne ist, ich kann jetzt wieder töten.
Das heißt, irgendeine Patrouille, die da jetzt nicht, aber die nächstbeste werde ich einfach mal angreifen. Muss ein bisschen Frust abbauen. Kann man eigentlich durch das Wasser hier schwimmen? Also ich meine, es wäre wahrscheinlich nicht so klug, das zu tun, weil es arschkalt ist. Platsch! So. Ah, wie weit denn noch? Oh mein Gott. Och nö, da hinten ganz. Noch so weit. Juhu! Okay, hier sind Spuren im Schnee. Dann kann ich ein bisschen folgen. Alter, ist das auf der anderen Seite vom Berg noch? Naja. 300 Meter, gut. Juhu! Gut. Ich würde sagen, ich laufe da noch kurz hin, mache dann kurze Pinkelpause. Und dann geht's weiter. Ein bisschen mache ich dann noch. Ich denke, die Sequenz werde ich noch beenden und ja, mal schauen, was dann. Nach. Zack. Ah, verdammt. Der war hinterm Baum. Zack. So. Tja. Pech für die Patrouille, was? Alter. Die schlucken aber ganz anständig hier. Also ich meine, so oft wie ich die absteche. So. Mal schauen. Was können wir denn hier erplündern? Na? Hier. Heuwagen. Den interessiert das auch nicht wirklich. Kann ich den nicht theoretisch entführen? Oder die Pferde? So, letzten noch plündern. Dann würde ich sagen, 200 Meter. Kurzer Sprint und dann sind wir da. Okay, hier war ich glaube ich schon mal, ne? Ah, Brücken sind doch viel zu Mainstream. Ich gehe durch den Fluss einfach. Und nehme dann die Brücke hier von der Seite. Oder nicht mal das. Muss ich nicht mal hochklettern. Ah, es ist schon verlockend hier gerade irgendwie, ne? Muss ich ja sagen. Ey, das war aber nicht sehr nett. Das war aber nicht sehr nett, hier zwei gleichzeitig. Los, komm. Jawohl, ja. Alter. Dia-Show. Du hast meine Kombo durchbrochen hier. Weil du zu weit weg warst. Alter, was hatte der denn für eine Fresse gemacht? Hammer hässlich. Ja. Es war verlockend, ich konnte nicht widerstehen. Ich würde sagen, hier unterbreche ich kurz. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Es geht direkt weiter. Tür wird geöffnet. Nächste Hauptquest. Oder Hauptmission oder wie auch immer. 5 Monate später, okay. Ist im Sommer jetzt mit einmal.
Okay. Ah, den kennen wir doch. Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Ja, gehen. Der sollte vielleicht kriechen oder so. Ach, wenigstens ist der Schnee weg. Ah, das ist dann jetzt ja wahrscheinlich eher dieselbe Landschaft, nur halt quasi im, naja, Frühlingssommer. Interessant. Geil. Finde ich cool, sowas. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht, dieser Lamm. Ah. Irgendwas geht immer schief. Schon wieder hin. Oh, ups. Zurück zu Braddock, seinen Dienst anlässt. Ah, cool, man schließt immer wieder auf. Mal Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Wie wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Das ist gut mit Worten. Ah. Besonders wenn es um Schmeicheleien geht. Man fängt ihn sicher mit offenen Armen. Na dann. Somit hätten wir auch einen Spitz. So, da haben wir sie ja schon. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Ja, erstmal verstecken. Hey, die Kartoffelnase kennen wir doch. Das ist doch der eine. Verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Ich finde das richtig cool, dass sie das so mit verschiedenen Jahreszeiten gemacht haben, dass jetzt hier quasi, naja, Frühling ist oder Sommer. Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Naja. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, bilden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seilen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um Todesschluss zu versetzen. Okay, woher kriegt er jetzt so schnell die Verkleidung? Ha. Huh. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Okay. Warten. 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Achso, den muss ich killen da. Ausschalten. Sperrgebiet. Kein Sperrgebiet. Der kommt hier sicher gleich nochmal vorbei, dann schnapp ich ihn mir.